Und ich begrüße sehr herzlich Daniel Bachmann. Er ist Professor für Hydromechanik, hydrodynamische Modellierung und Hochwasserrisikomanagement und forscht an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Herr Bachmann, wir haben es im Beitrag gesehen und Sie verfolgen ja auch die Debatte. Die Kritik am Katastrophenschutz wird lauter. Der Deutsche Wetterdienst, der warnte ja bereits am Montag vor Stark- und Dauerregen. Und eine britische Forscherin erhebt ebenfalls schwere Vorwürfe. Sie sagt, die Flut sei präzise hervorgesagt worden, doch die Reaktion sei ausgeblieben. Sie spielt dabei auf das europäische Frühwarnsystem an. Wie ist Ihre Einschätzung? Hat man die Menschen nicht rechtzeitig gewarnt? Hallo. Ja, ist eine gute Frage, die mich auch beschäftigt. Und man muss sagen, ich würde es auch eher sagen, dass es noch vielleicht zu verfrüht ist im Moment, da eine eindeutige Diagnose zu machen. Man muss ja auch sehen, das ist von Flusseinzugsgebiet, von Flusseinzugsgebiet unterschiedlich. Aber ja, es ist schon richtig, der DWD hatte gewarnt, hatte das Wetterereignis geahnt. Und es wurde ja auch richtig im Film dargestellt, dass entsprechend die Umsetzung dieser Wetterwarnung dann in Flusswasserstände, in Abflüsse zum Beispiel, dann in der Obrigkeit quasi der Länder, der Gemeinden, bis hin zum Bürgermeister geht. Ja. Aber es wurde gewarnt. Trotzdem finde ich, muss man genau im Nachgang jetzt und das glaube ich auch jetzt nicht ad hoc und auf die Schnelle, sondern im Nachgang genau prüfen, was in der Meldekette schiefgegangen ist, wurde vorhergesagt, was wurde vorhergesagt, wie wurde das Ganze übertragen. Da sind wir am Beispiel der Warnung, was ich auch im Bericht gezeigt habe. Und ganz am Ende, die Frage wurde ja auch im Bericht erwähnt, wie wurde es dann umgesetzt von den Bürgern? Wie lautet denn Ihr Fazit hinsichtlich eines strukturellen und damit meine ich eines bautechnischen, architektonischen Katastrophenschutzes im Vorfeld? Sind wir da in Deutschland gut aufgestellt oder welche strukturellen Probleme gibt es da? Also Sie sprechen den vorbeugenden Hochwasserschutz im Prinzip an. Ich würde sagen, zumindest an den großen Flüssen sind wir da sehr gut aufgestellt eigentlich. Hat natürlich auch, wenn ich jetzt hier, ich bin Elbe-Anrainer, an der Elbe hat sich viel getan, gerade nach der Flut 2013 zum Beispiel, auch am Rhein, an der Elbe Beispiel, es wurden neue Deiche gebaut, es wurden aber auch Deichrückverlegungen durchgeführt, es wurden Hochwasserrückhaltebecken gebaut oder sind im Bau. Also da läuft schon einiges. Bei den kleineren Flüssen, es kann durchaus sein, und das muss auch die Analyse im Nachgang zeigen, vielleicht wurden die kleineren und mittleren Flüsse da etwas vernachlässigt in diesem Bereich. Wie sieht es aus mit dem Häuserbau? Also hat man zu weit in Flussnähe gebaut und müsste man jetzt aus Hochwasserschutzgründen eigentlich sagen, einige Häuser, die jetzt zerstört wurden in Flussnähe, die können so nicht wieder aufgebaut werden, weil sie in einem Überschwemmungsgebiet stehen oder standen? Ja, Sie haben recht. Also die Raumplanung, also wo baue ich im Endeffekt, ist eigentlich eine der wichtigsten vorbeugende Hochwasserschutzmaßnahmen. Denn wenn ich nicht dort baue, wo der Fluss hinkommen kann, habe ich im Endeffekt dann auch keine Katastrophe, wie sie jetzt aussieht. Weil im Prinzip ist es erstmal ein natürliches Ereignis, was ich da sehe. Und durch das Bauen des Menschen am Gewässer kommt es dann natürlich zu diesen Katastrophen. Und ja, man muss sich die Frage stellen, ob man das alles so, wie es gebaut wurde, so wieder aufbaut. Ist natürlich schwer für die Menschen. Ja, das muss man in der Diskussion rausfinden, ob das möglich ist. Aber grundsätzlich gilt, je mehr Platz ich dem Fluss lasse, umso weniger Schaden habe ich am Ende. Ganz klar. Also die Raumplanung, ein ganz wichtiger Aspekt des vorbeugenden Hochwasserschutzes. Ja. Sind denn diese, ich nenne das jetzt mal Fehler in der Raumplanung, also diese nahe Besiedelung in Flussnähe, die starke Versiegelung der Böden, fehlende Überschwemmungsflächen an Flüssen, sind das Fehler, die den Behörden, Städten und Gemeinden bewusst sind, aber einfach nicht angegangen werden? Also wie sagen Sie, ja? Ja, bewusst sind, also man muss mal sehen, also wenn man natürlich über Jahre kein Hochwasser hat, ne, dann wird man auch unvorsichtiger, glaube ich. Auch ich merke das selber, man kann dann immer warnen und dann kriegt man zu hören, oh ja, jetzt waren die letzten drei Sommer aber so trocken, Hochwasser wird es doch nicht geben. Also, und das wird ähnlich bei den Behörden sein. Man wird dann vielleicht auch unvorsichtiger. Aber auch das gilt es im Nachgang sicherlich scharf zu überprüfen. Vielleicht wurde
wurden Gebiete dann doch ausgewiesen, die so hätten nicht ausgewiesen werden sollen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man ja aber auch mal sagen, wenn man auf Schuld blickt, zum Beispiel, das gibt es ja auch schon länger, also das oder Stollberg an der Ficht, das sind ja alte Gebäude, die an der Ficht stehen. Also da reden wir dann auch nicht über Neubaugebiete, muss man auch sagen. Absolut richtig, das sind historisch gewachsene Orte. Trotzdem war das ja jetzt nicht die erste Überschwemmung, die erste Flut, die wir hatten. Und wir hatten ja auch im vergangenen Sommer immer wieder auch in städtischen Bereichen heftigen Starkregen, wo das Wasser nicht abfließen konnte, weil einfach auch die Kanalsysteme nicht weit genug oder breit genug gebaut waren. Lassen Sie uns noch mal über die Warnsysteme sprechen. Das war ja auch Thema im Beitrag. Das Sirenensystem, das wurde in vielen Teilen Deutschlands nach dem Kalten Krieg abgebaut. Und jetzt merkt man, man braucht Sirenen eigentlich doch, wenn Handy und Radio eben nicht funktionieren. Beim Brandschutz zum Beispiel, da gibt es ja ziemlich viele Vorgaben. Also Rauchmelder sind Pflicht in ganz vielen Wohnungen, fast in jedem Zimmer. Warum nicht eine Wetterstation auf jedem Hausdach installieren? In zumindest Hochwasser- oder Katastrophengebieten. Gut, die Wetterstation auf dem Hausdach würde jetzt vielleicht nicht so viel bringen, weil der Regen, oft fällt der Regen ja gar nicht dort, wo dann das Hochwasser geschieht, das muss man ja auch mal sagen. Also es entsteht ja auch oft im Einzugsgebiet oben, wo der Regen dann runterkommt. Aber auch das fand ich aber gut zusammengefasst in Ihrem Beitrag. Ich glaube, dieser Mix macht es im Endeffekt aus. Und da muss man wahrscheinlich sich auch hinterfragen, ob man da die klassischen analogen Methoden wie die Sirene, auch das Radio vielleicht nicht ein bisschen auch vernachlässigt hat. Weil man halt doch denkt, mit der Digitalisierung, Industrie 4.0, Wasserwirtschaft 4.0 etc., kann man alles mit Apps lösen. Und am Ende hat man dann doch leider halt gesehen, dass das dann auch doch nicht ausreichend ist. Mhm. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ähnlich wie beim Brandschutz, man muss sich halt auch dann wirklich nochmal bewusst machen und das wird jetzt leider auch gezeigt, dass Hochwasserschutzmaßnahmen, sei es jetzt Warnsysteme oder Deiche oder Flussaufweitungen, im Prinzip Menschenleben retten. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht so noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Da denkt man, ach, da wird wieder ein Deich gebaut oder jetzt werden die Sirenen erneuert. Warum? Ja, weil sie im Endeffekt Menschenleben retten. Mhm. Und das sollte man halt möglicherweise, oder leider wird das oft dann angegangen, wenn es halt erstmal genau zu diesen Katastrophen kam. Wie sieht es denn aus mit der Selbstverantwortung der Menschen? Also wir haben im Beitrag auch gehört, dass Armin Schuster, der Leiter des BBK, beklagte, dass die Arbeit seiner Behörde in Form von Apps oder auch Notfallplänen ganz häufig bei den Menschen nicht ankommt oder nicht genutzt wird. Wie sehen Sie das? Besteht da zu wenig Interesse? Ja, also glaube ich auch. Also stellen Sie sich vor, wenn wir jetzt 3 Monate zurückgehen und jemand wäre in die Gemeinden gegangen, weiß ich nicht, es soll kein Vorwurf sein, aber ich kann mir es gut vorstellen und hätte gesagt, komm, wir machen eine Hochwasserschutzübung. Hätten vielleicht viele gesagt, oh, was, Hochwasser? Wir haben jetzt die letzten 3 Jahre trockene Sommer gehabt. Was haben wir mit Hochwasser zu tun? Also es ist schon ein bisschen die Frage, wie kriegt man die Bevölkerung dann motiviert? Wie kann ich dazu muss ich Informationsvorsorge betreiben, sprich ich muss Fallblätter beispielsweise herumgeben, die gibt es ja auch, also die Stadt Köln hat ein Fallblatt, in Hamburg für Sturmfluten gibt es solche Fallblätter, wie verhalte ich mich zum Beispiel im Hochwasserfall? Und das muss man vielleicht flächendeckender machen, aber auch hier, wie gesagt, jetzt wird das natürlich jeder annehmen, das ist keine Frage nach diesen Ereignissen, aber wenn man das 2 Monate zuvor gemacht hätte, weiß ich nicht, ob das so angenommen worden wäre. Von der Bevölkerung. Ja. Wie lautet Ihr Fazit? Investieren wir zu wenig in Katastrophenschutz, in Katastrophenvorsorge? Ja, also ich würde sagen, gerade, also man hört ja viel auch jetzt im Wahlkampf über die Erreichung der Klimaziele, dass wir Klimaschutz machen müssen, dass wir den Klimawandel eindämmen müssen. CO2-Einsparung, Stichwort Häuserdämmung, E-Autos und so weiter. Verstehen Sie mich nicht falsch, also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man daran arbeitet, dass wir die Klimaziele erreichen. Aber ich bin auch der Meinung, wir sind schon in einem Schritt, wo der Klimawandel schon angefangen hat. Und deshalb ist es auch notwendig, dass wir über die sogenannte Klimaanpassung sprechen. Und da
fallen genau diese Maßnahmen rein, wie vorbeugender Hochwasserschutz, Katastrophenschutz. Da gehen aber auch Maßnahmen ein, wie Niedrigwassermanagement zum Beispiel oder Maßnahmen fürs Niedrigwassermanagement, weil das wird uns die kommenden Jahre beschäftigen. Und wir sollen natürlich unsere Augen oder wir sollen uns auch konzentrieren auf den Klimaschutz, aber wir müssen meiner Meinung nach auch Klimaanpassung betreiben, denn wir sind schon im Bereich des Klimawandels drin. Absolut. Vielen Dank für diese Informationen, für das Gespräch. Daniel Bachmann war das. Herzlichen Dank. Dankeschön.